Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuesten Online-Gottesdienst. Er findet statt im Blick auf den Sonntag Reminiscere. Reminiscere heißt denk an, bedenke. Und in diesem Fall heißt das denk an deine Barmherzigkeit. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern ihn im Blick auf Reminiscere, also den zweiten Sonntag in der Passionszeit. Denk an deine Barmherzigkeit. Wir beten, denk an deine Barmherzigkeit und Güte, Herr. Großer Gott, Zeiten zwischen Ukraine-Krieg und Erdbeben im Nahen Osten, zwischen Gewalt und Sterbehilfe, zwischen Verkleiden und Verzichten. Wie geht das? Auf dich vertrauen, ohne aufzugeben. Hilf uns, Gott, das zu fühlen in diesen Wochen bis Ostern. Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, Herr. Mächtiger Gott, Zeiten zwischen Wetter und Wandel, wir bitten dich für deine Schöpfung. Du hast die Welt gemacht. Sonne und Sabbat, Staub und Sterne. Wie gelingt das Aufbauen und Bewahren, Erhalten und Gestalten? Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, Herr. Treuer Gott, Menschen laufen dir nach, so lange schon. Hilf deiner Kirche durch die Zeit, du läufst mit ihr. Zeig uns, wie Leben geht, Leben mit dir. Leben miteinander, leben und laufen mit immer geraderem Rücken. Denk an deine Barmherzigkeit und Güte, Herr. Amen. Denk an deine Barmherzigkeit ist auch der Predigttitel. Wir hören von unbarmherzigen Gegnern Jesu. Wir hören von unbarmherzigen Weinbergspächtern und wir hören von der Selbsterkenntnis der Gegner Jesu. Und wir hören, denk an deine Barmherzigkeit. Markus 12, 1 bis 12. Das Gleichnis von den Pächtern des Weinbergs. Jesus begann ihnen, den schriftgelehrten ältesten Priestern, Gleichnisse zu erzählen. Eines davon lautet: Ein Mann legte einen Weinberg an. Er baute eine Mauer darum, hob eine Grube als Kelter aus und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und ging auf Reisen. Als es an der Zeit war, schickte der Besitzer einen Knecht zu den Pächtern. Der sollte bei ihnen seinen Anteil vom Ertrag des Weinbergs abholen. Aber sie packten den Knecht, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Daraufhin schickte der Besitzer noch einen Knecht. Dem schlugen sie den Kopf blutig und beschimpften ihn. Der Besitzer schickte noch einen weiteren Knecht. Den töteten sie sogar, er schickte noch viele andere. Die einen verprügelten sie, die anderen töteten sie. Da blieb nur noch einer übrig, sein geliebter Sohn. Ihn schickte er als Letzten. Er sagte sich, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, er ist der Erbe. Kommt, wir töteten ihn und töten ihn, dann gehört sein Erbe uns.
Sie packten ihn, töteten ihn und warfen seine Leiche hinaus vor den Weinberg. Was wird der Weinbergbesitzer jetzt tun? Fragt Jesus seine Hörer. Und er antwortet sich selbst: Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Ihr Schriftgelehrten kennt doch die Stelle in der Heiligen Schrift, Zitat, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Der Herr hat ihn dazu gemacht. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Die führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten hätten Jesus am liebsten verhaften lassen. Aber sie fürchteten sich vor der Menge. Sie hatten verstanden, dass er in dem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Sie ließen ihn in Ruhe und gingen weg. Herr, lass mich dein Wort evangeliumstreu und menschennah auslegen. Liebe Zuhörende, was für eine Situation, in der wir gerade leben. Seit einem Jahr ist seit dem Ende Februar der Krieg in der Ukraine ausgebrochen und wir merken alle, der hat weltweit Auswirkungen. Und ich weiß nicht, ob man mit oder ohne Waffen Frieden schaffen kann, aber es geht nicht nur um einen Frieden, sondern auch einen Frieden in Freiheit und Menschenwürde. Und nicht nur in der Ukraine, an vielen Stellen in dieser Welt. Und wir in unserer Gemeinde vergessen natürlich nicht die Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei. Wir sammeln dafür Geld, wir haben dafür Geld gesammelt, wir haben schon geholfen, wir werden helfen. Und angesichts dieser Krisen soll ich nun am Sonntag reminiscere, also übermorgen, denk an die Barmherzigkeit predigen? Tja, und da kommt mir kein leichter Predigtext entgegen. Jesus ist in einer ganz schwierigen Situation. Er ahnt, dass die schriftgelehrten ältesten Priester ihm schwerstes Leid antun werden. Und doch möchte er ihnen klar und deutlich Gottes Wort verkünden. Und das da wirklich lautet: Gott liebt Juden, Nichtjuden, alle Menschen auf der ganzen Welt. Und dafür dürfen wir manches enge Religionsgesetz, manches Gesetz auch mal weiter auslegen. Und das ist der Kernpunkt des Streites ja, mit den Schriftgelehrten, wo er so im Dissens liegt, mit den Priestern. Sie haben 624 Regeln, nach denen das Volk leben soll und oftmals aber die Liebe vergessen. Und das ist jetzt, bitteschön, nicht falsch zu verstehen als antijüdisch, antisemitisch, sondern aus dem Judentum, aus dem Semitentum, aus dem Christentum heraus haben wir immer wieder Aufbrüche, immer wieder Diskussionen. Und leider haben wir da auch oft Diskussionen, die zu sehr in den Streit ausufern. Und Jesus ist also jetzt mutig einerseits und ängstlich andererseits. Und deshalb predigt er in Gleichnissen, wie am Anfang des Predigttextes gesagt wurde. Und er erzählt dann die Geschichte, die Metapher, das Bild von dem Weinbergsbesitzer und seinen Pächtern. Da ist ein Weinbergsbesitzer, ein Gott, der ist gemeint. Der hat den Weinberg angelegt, der hat die Welt geschaffen. Und dann scheint er weg von der Welt zu sein. Der Predigttext sagt, der Weinbergsbesitzer, also Gott sei verreist. Aber Sie werden sehen, er ist es gar nicht. Auf jeden Fall der angeblich verreiste Gott, der schickt nach einem Jahr dieser Weinbergsbesitzer einen Knecht. Und der soll die Pacht von dem Pächter des Weinberges abholen.
Aber was macht der? Er verhaut den Knecht. Und wir haben das, um mal jetzt nicht im Bild zu sprechen, doch häufig heute auch. Mancher Christ wird nicht mit körperlicher Kraft verhauen, aber doch ausgelacht, seelisch klein gemacht. Und der Weinbergsbesitzer, der schickt jetzt einen zweiten Knecht. Auf den reagieren die noch schlimmer. Richtig hart bestraft wird der. Geprügelt. Gucke ich in diese Welt hinaus, wo in diesem Jahr die autoritären Regime immer gewaltbereiter werden, merke ich, nicht nur ein Knecht Gottes wird geprügelt, sondern ganz viele Menschen auf dieser Welt haben unter Folter zu leiden. Die Knechte dieser Welt, die unter Folter zu leiden haben, das sind die Rohingyas. Das sind die Frauen und Kinder, die in der Regel für Krieg gar nichts können. Das sind die Terroropfer im Nahen Osten. Warum wird da nicht endlich Frieden geschlossen? Wir brauchen dort die zwei Staaten. Jeder muss das kapieren. Und ich bin so dankbar, dass der brasilianische Präsident eine Friedensinitiative gestartet hat. Und ob China das gestartet hat, weiß ich nicht. Aber für jeden, der wirklich guckt, dass die Angreifer in der Ukraine das Land verlassen, dass all diejenigen, die jetzt morden und totschlagen, bestraft werden und dass die Menschen in Freiheit leben und dass vor allen Dingen das kriegerische Schlachten endlich aufhört. Und dann Blauhelm-Soldaten in den Osten der Ukraine gehen und auch die Sowjetunion mit ihren Truppen die Ostukraine verlässt, aber Sicherheitsgarantien bekommt. Das ist angesagt. Und merken Sie was? Der Weinbergsbesitzer, der Knechte in seinen Weinberg, also in diese Welt schickt, uns Christen, der schickt auch den dritten Knecht und er wird getötet. Jetzt hat der Weinbergsbesitzer Gott nur noch seinen eigenen Sohn und das ist Jesus Christus. Und da sagt der Weinbergsbesitzer, den schicke ich jetzt zu den Pächtern, die werden dem doch nichts tun. Nee, genau andersrum, Sie wissen das, wir sind in der Passionszeit, Jesus wird gekreuzigt. Die Pächter machen das in dem Bild doch auch, die ermorden den Sohn. Was soll jetzt der Weinbergsbesitzer tun? Was soll jetzt Gott tun? Und da sagen viele Teile der Bibel, aber auch Christen, jetzt muss Hamageddon kommen. Jetzt muss der Weinbergsbesitzer diese böse Welt endlich vernichten. Und ich sage dazu, mit dem mehrfachen Overkill der Atombomben schaffen wir das schon alleine. Wir Menschen, wir sind unsere größten Feinde. Und da sagt Gott, und trotzdem habe ich meine Barmherzigkeit, meine Misericordia, wie es im Lateinischen heißt, für euch. Egal wo sie leben, wo sie uns sehen und wo sie uns hören, seien Sie sich sicher, Sie sind Gottes geliebtes Kind. Ob Sie aus Russland sind, aus der Ukraine, woher auch immer, Sie sind Gottes geliebtes Kind. Und er möchte mit seiner Barmherzigkeit, gerade in dieser Passions- und Fastenzeit, auf uns zukommen, uns Kraft schenken. Und sagen, ob dich Menschen mögen, weiß ich nicht. Gott mag dich. Und wenn sie diese Liebe Gottes in sich spüren, dann können sie aufatmen, dann können sie sich selber lieben, dann können sie zur Nächstenliebe kommen und dann können sie auch zur Entfeindung
des Nichtgemochten also zur Feindesliebe kommen. Und genau das wünsche ich Ihnen im Blick von Reminiscere. Denke an Barmherzigkeit von Gott und Menschen. Amen. Wir falten die Hände zum Gebet. Mit Worten auf Psalm 85 aufbauend. Gebet anlässlich des Jahrestages des Angriffs auf die Ukraine. Du, Herr, bist ein Gott des Friedens, aber wir sehen seit einem Jahr, wie Krieg und Tod in der Ukraine wüten. Frieden sagst du den Deinen zu, sei nahe mit deiner Hilfe in der Ukraine. Tue Gutes den vom Krieg überfallenen Menschen, den Verwundeten und allen, die ihnen beistehen. Tue Gutes denen, die in Kellern Schutz suchen, deren Häuser und Zukunft zerstört wurden, deren Ernte geraubt wurde. Tue Gutes den Müttern, die mit ihren Kindern geflohen sind, den Kindern, die ihre Väter verloren haben, den Frauen, die zu Witwen wurden. Sei nahe mit deiner Hilfe, dass Gute und Treue einander begegnen. Du, Herr, bist ein Gott des Friedens. Frieden sagst du den Deinen zu. Sei nahe mit deiner Hilfe in der Ukraine. Tue Gutes den Menschen, die sich opfern, damit ihre Nächsten leben. Tue den Überlebenden, den Trauernden und Traumatisierten, den Vergewaltigten und Gefolterten, tue Gutes. Denen, die für andere sorgen, sei nahe mit deiner Hilfe, damit Gerechtigkeit vor ihnen hergehe und ihren Schritten folge. Du bist ein Gott des Friedens. Frieden sagst du den Deinen zu. Sei nahe mit deiner Hilfe in der Ukraine. Wende das Herz der Kriegsherren,
dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Du Gott des Friedens, sei nahe mit deiner Hilfe, damit Gerechtigkeit und Frieden, wie Jesus sagen würde, in deinem Weinberg wachsen, sich küssen, einander begegnen. Ja, Herr lieber Gott, du bist, so die Predigt, der Weinbergsbesitzer. Seien wir gute Pächter und Lebende mit der ganzen Natur und allen Menschen auf dieser Welt in deinem Weinberg. Ja, Herr lieber Gott, so beten wir als deine Kinder zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. Ganz zum Schluss noch eine persönliche Aussage. Wir suchen immer wieder Menschen, die sich und ihre Ideen bei uns einbringen. Für den Fall, dass sie sich jetzt angesprochen fühlen, blendet unser Kameramann gleich unsere Kontaktdaten ein. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten weiteren Tag und viel Barmherzigkeit und Warmherzigkeit in Ihrem Leben.